Siehst du, komm, jetzt bin ich vorne, aber ich bin doch kein Chef. Stimmt das doch nicht. Ah. Das war ja fast mehr ein Kompliment von dir als vom Spiel, aber na gut. Beides nehme ich. Gib's nicht zurück. Ja. Oh, Mitte finde ich immer scheiße mit dem Teil hier, aber... Oh, ist auch weit weg, ne? Ich finde Mitte aber generell gar nicht so verkehrt. Ja. Was sind die denn? Leifur. Meinst du nicht? Der macht gleich eine Rechtsbiegung da rein. Dass er den schönen langen Weg um den dicken Berg herum nimmt. Dr. Satan hatten wir doch auch schon ein paar Mal mehr, oder? In der Schema. Ha, wusste ich's doch. Weil es so ein furchtbar cooler Weg ist, um nach A reinzufahren. Also ich würde dann den Schlenker zu C machen, wenn C bis dahin nicht absolut beschissen aussieht. Jo. Komm an. Brauchst du Smoke an den Cap heran? Also? Naja, ich bin eigentlich auch schon südlich vom Cap. Die Yamato fährt auch eher B, ich. Und dann verpisse ich mich mal zu C. Ja, sollen wir machen. Ich hab auch einen Cyclone. Mal die Schimmer, ne? Oh, C wird gecapt. Ich smoke hier und mach eine Linie oder eher nicht? Mhm, denke ich auch. Er hat sich auch eingesmoked. Ne, doch nicht. Fährt aber Richtung B rein. Sorry, nicht böse, aber ich smoke mich. Oh shit. Ich merk's gerade. Also wenn die Dämonis weit checkt. Nein, ich krieg mich fest weiter zurück. Nein, nein, oh, Mann, ich wollte an dir vorbei. Ich wollte mich an die Insel packen. Damit ich... Der war doch klar, ja, dass... Ja, was meinst du denn, dass ich hier stehen bleiben will, oder wie? Naja, von der anderen Seite, wir sind ja so oder so gespottet. Von der anderen Seite kommt doch die Uda. Das war doch klar. Ja, aber ich fahr doch nie... Aber ich bleib definitiv nicht 3 Kilometer vorne an den Mauern stehen, also das... Naja, die Alternative wäre dazu gewesen, im Kreuzfeuer von Udaloy und den Mauern zu sein. Und dann bleibe ich lieber 20 Sekunden im Kreuzfeuer der Mauern. Welche Udaloy? Oder Chopper. Chopper jetzt, genau. Nee, also ich... Wenn ich was hätten wir denn als Kreuzfeuer gehabt? Da ist eine Chopper, da ist eine Mugami. Chopper... Und Des Moines. Nee, wenn wir das war ja mein Kalkül, war, dass ich während der Radardauer, die zu dem Zeitpunkt nur noch 10 Sekunden waren, einfach mich von dem Ding beschießen lasse, dann ist das eben so. Das ist auch besser, als wenn mich die Chopper auch noch. Also ich wäre gerade hier um die Ecke rum hinter deinem Smoke und... Aber der Smoke hätte uns doch gar nichts gebracht.
Nee, darum ging's ja auch nicht. Aber ich park mich nicht 2 Kilometer vor einer Des Moines. Das ist, also das ist tödlicher als eine Chapa und eine Mugami auf der anderen Seite. Also das war grundsätzlich... Nee. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, ich war ja schon wieder angespottet, davon abgesehen. Weiß ja nicht, wie das bei dir war, aber... Naja. Was sollst du machen? Moment. Ja, definitiv nicht einfach... quer vor einer Des Moines in 2 Kilometer parken, das war ja, für uns ist immer scheiße. Okay, Onkel, ist gut, das ist ja, wenn du drauf gehst und ich daran involviert bin, bin ich immer schuld, ich weiß das ja. Na, okay, aber es war du hättest einfach nichts machen, du kannst auch gerne da parken, da habe ich nichts gegen. Ich wollte nur um die Hecke. Ja, aber ich sah halt im Vorwärtsgang, was soll ich machen? Zu dem Zeitpunkt. Pff, 6 Leben hat er noch, ich glaub's mal. Gewinne trotzdem. Aber überhaupt, dass es so zustande kommt, ist schon witzig. Und klammert sich ans Leben. Oh. Hm. Vielleicht das müsste ich noch mal. Also mach mal was Unterhaltsames, wird langweilig. Ja, siehst du. Wen habe ich überhaupt getorbt? Die Chapa hat die dich auch weggenommen oder? Getorbt, die hatte danach nicht mehr so wirklich viel. Und die Des Moines. Das ist der Hammer, also Turmdrehzeit. Das ist schon ganz schön krass. Dann mach mal Wiggle Wiggle. Ne, ich meine mit den Türmen, da kannst du hin und her wackeln. Komm schon, ja, Baby, shake deinen Turm. Das ist aber eigentlich das perfekte Wetter jetzt für dich, wa? Wenn du nicht so hammerweit wegfährst von einem. Auch vor allem, also du musst schon fast beten, dass es dass der Cyclone überhaupt so lange hält, bis du überhaupt da drüben bist, dass du was machen kannst. Mhm. Boah, es wär... Ach, siehst du den noch, die Neptun? Okay. Was wollte ich mich gerade sagen, die schöne Breitseite. Vegan Light lässt sich gerade zusammenschießen, warum auch immer der da hinfährt. Er hat anscheinend keine Torps. Zu hoch. Die Neptune Massman oder Matzmann ist ein Doppeljolly. Naja, wenn also nur den Chris ist, na gut, er kann jetzt auch schnell weg mit den Torps. Ne, hat er gerade gebremst. Ganz. Und jetzt smuggt er sich ein. Ja, er smuggt jetzt ein. Ist in der, ich glaub, sogar mehr oder weniger stehen. Nimmt einen Torp, nimmt er, oder? Oh, nee. Wie hat er... Krass. Siehst du? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich,
Das ist das, was ich aber immer wieder beobachte, wenn einer im Smoke einmal unspotted ist, dass sich irgendwie interpoliert die Position Hammer oft ändern muss. Also sie sind doch voll durch seine Position durchgegangen, die Torpedos. Aber naja, ist ja noch ein Stückchen vorgerutscht. Du kannst ja bis zur Mitte deines Schiffes an die Kante ranfahren. Und dann zählst du als nicht gespottet, dann wirst du nicht gesehen, aber du bist halt sowas von weit aus der Smoke. Ja, jetzt. Haut viel weg. Spaß mit Baso. Nockel, Nockel, Platsch, Platsch. Like ice in the sunshine. Mhm. He was melting away. Er hat einen Weh gemeldet. Ja. Das ist natürlich jetzt bitter, dass er da drei von, vier von den Schlachtschiffen macht. So habe ich gemacht. Genau, Kacke, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das ist scheiße für dich war, aber es war alles Plan, damit ich jetzt in Ruhe mein Tee machen kann. Ich nehme an, Buzzer war gespottet bei den vielen Secondaries, die auf ihn gefeuert haben. Die Iowa guckt sogar in deine Richtung. Die Izumo guckt in Richtung des anderen Kreuzers. Ja. Okay, die Iowa hat sich jetzt auch rüber verlagert. Viel bleibt bei der auch nicht übrig. Schön, wie die alle schön einzeln darüber kommen. Oh, Ibuki. Einer hatte die Torps gedodged. Wie ein Blöder. Hast du die Iowa sogar noch gekriegt? Oh, ich glaube, die Kagero hatte sogar das Nachlademodul und ist ohne Smoke gefahren. Schon eher unverschämt, ha? Das ist echt krass irgendwie, ne? Nein, kein Stück. Das hatte ich mir vorhin halt in meiner Kurfürst auch, als ich voll Breitseite zu so einem Ding gefahren bin, dachte so, shit! Alter, da wird er wieder irgendwie eine 2500er Runde, oder? Und die Feuergeschwindigkeit schadet ja auch nicht dabei, tatsächlich Kills zu securen, ne? Ja, 2500 war gar nicht so schlecht geschätzt, ha? Huh? 6 Kills? Mhm. Alter, letzten jetzt auch nochmal gekriegt. Kann sich nicht mit nur einen Tee machen, ne? Um was zu verpassen. Das war ja pretty underwhelming. Ich würde ja sagen nochmal, aber ich glaube, es hat keiner Bock, oder? Wenn ihr irgendwas halt hier fahrt, fahre ich ja sowieso, oder? Nein? Das ist...